freut mich. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin. Und auch den Prinzen mal so von ganz nahem begucken kann. Ich nenne ihn ja heimlich Akkusativ. Ja, weil er direkt mein Fall ist. Der ist mir so synthetisch. Ich bin übrigens ein bisschen spät dran. Ja, das ist ja so. Ich war ja bei meiner Nachbarin. Und die hat ja jetzt, sag ich mal, so eine Imbissbude aufgemacht, ne? Ja, die wollte immer mal was mit Tieren machen. Da hat sie erst Metzgerin gelernt. Und jetzt hat sie eine Imbissbude aufgemacht. Da kriegst du alles mit Pferdefleisch. Ja, sie nennt sich jetzt Pony Tyler. Ja. Ihr Slogan: gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Lecker! Ja. Sag, was ist los, Hertha? Bist du heute nicht gut drauf? Ich sag, was hat mich verraten? Sagt sie, die Axt. Sag, ja. Ich sag, ich habe heute schon 1000 Kalorien verbrannt. 1000 Kalorien. Jetzt sagst du, da freu dich doch drüber. Ich sag, nee, ich hab die Pizza im Ofen vergessen. Und dann wollten die Kinderküss unbedingt Sushi haben. Sushi. Ne? Hab ich Sushi gemacht und anschließend waren sie am Heulen, weil das Aquarium leer war. Nee. Aber ich habe ihr gesagt, weißt du, was richtig geil ist? Weißt du, was richtig geil ist? Meine Nachbarn. Die ganze Nacht ging das da zur Sache. Nur am Schnackseln dran. Um 2 Uhr hat es mir gereicht. Da habe ich meinen Nachbarn angerufen und habe ihm gesagt, hör mal, mein Loverboy. Ich sage, wenn du mit deiner Truller da so zu Gange bist, ne? Ich sage, geht halt auch mal ein bisschen leiser. Sagt der Hertha, was willst du eigentlich? Ich bin auf Nachtschicht. Ja, üben wir noch ein bisschen, ne? Naja, aber da läuft wenigstens noch was im Schlafzimmer. Ja, ich sag, meine Intimfrisuren, die stehen in keinem Verhältnis zu meinem Liebesleben. 1000 Mal rasiert, 1000 Mal ist nichts passiert, 1001 Nacht und es hat kein Zoom gemacht. Ja, hör mal. Dabei bin ich doch wohl ein lecker optischer Leckerbissen, oder? Oder? Atme für Ja und für Nein lecke deinen Ellbogen. Was soll ich euch sagen? Ich bin ja jetzt seit gefühlten 40 Jahren mal einmal wieder so richtig reiten gewesen, ne? Ja, auf dem Pferd. Ich saß da drauf und das Pferd fing so leicht an zu traben. So. Und dann wurde es immer schneller und immer schneller. Und ich war so froh, dass ich einen Sport-BH anhatte. Ja, sonst hätte ich mich doch mit meinen eigenen Waffen erschlagen. Ja. Dann sagt meine beste Freundin immer, die Mia, sagst du, Hertha, weißt du was? Wir beide, wir unternehmen jetzt mal was. So, ich mit dem Auto vorgefahren, mit meinem Fiat 500, ne? Mia mit rein und dann sind wir losgefahren und was hatten wir einen tollen Tag. Wir haben so viel Spaßes gehabt. Abends im Dunkeln wieder zurückgefahren, auf einmal ping! Ja, so ein mobiler Fotograf. Kam auch so ein direkt netter Wachtelmeister.
auf mich zu. Ich habe die Scheibe runtergedreht. Dann hat er mich gefragt, und gnädige Frau, wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Ich sage, um es in den Worten Ihrer Frau zu sagen, du warst zu schnell. Da war er geleidigt. Da sagt er, ja, machen wir doch mal eben eine Verkehrskontrolle hier, ja? Zeigen Sie mal Ihr Warndreieck. Mia, die zog schon ihr Röckchen so hoch. Ich sag, das will der nicht sehen, Mia, das will der nicht sehen. Er sagt, dann haben Sie übrigens auch ganz schön laute Musik hier im Auto. Ich sag, ja, sag ich, das ist Wunder der Technik. In Berlin spielen die Amigos und hier können wir sie hören. Ja, sagt er, Wunder der Technik. Ha, im Schwarzwald wird der Obster gebrannt und hier kann ich ihn riechen. Die Fischerchöre von Münster. Aber dann fahre ich mal mit der Bahn. Ist ja auch der Umwelt zuliebe viel besser. Und da kannst du was erleben. Obwohl, für euch Frauen habe ich noch einen richtig guten Tipp. Einen richtig guten Tipp. Ihr müsst euch einfach mal die Bahn-App runterladen, den Verspätungsalarm als Vibration. Ihr habt den besten Vibrator aller Zeiten. Und wenn du mit der Bahn fährst, da kannst du was erleben, das kann ich euch sagen. Da kommst du erstmal den Bahnhof hoch, da steht da schon ein Schild, Ihr Weg zum Ersatzverkehr. Danke, Bahn, dass du dich so um mein Liebesleben bemühst. Dann steige ich da ein und hinter mir im Zug steigen da so eine ganze Truppe hier so First Pickler. So junge Schnösels und so junge Mädkes, die Jungs mit so einem Ghetto-Blaster auf dem Arm, so. Ich habe nur gedacht, 100 PS in der Arm nützt dir auch nichts, wenn oben im Kopf die Kupplung schleift, ne? Ja. Und die Mädkes mit ihren Michael Kors-Imitat-Handtäschchen. Das Arschgeweih fürs Handgelenk. Oh. Und die sind ja heutzutage alle geschminkt, diese 12-jährigen Mädkes, ne? Die sind ja so geschminkt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn die sich hier so Wimpern aufkleben, ne? Aber wenn du in der Bahn sitzt und du denkst, hinter dir sitzt so ein Greifvogel, der andächtig mit den Flügeln schlägt. Sich doch wirklich, unterhalten die sich jetzt oder synchronisieren die jetzt hier so einen Bud Spencer-Film? Ja, da geht ja nur dich, mich, ich. Da sagt sie, wenn ich fertig bin mit Schule, ey, dann tue ich studieren, ja? Ja, was denn? Die singen. Nagel, die singen. Ja, wenn Mathe und Deutsch sind meine drei gutesten Fächer, ja? Oh, du hörst die reden und du denkst, die haben sich nicht alleine die Schuhe zugemacht, ne? Ja. Und dann kommt da so ein in Jeanshose gezwängtes Mikado-Stäbchen, kommt da rein in den Zug und sagt, Der Jerome hat mir gerade seine Handynummer aufgeschrieben. Boah, ich lieb den total, ja. Boah, ich lieb den so, Alter. Was denn für eine Nummer? Ja, 112.
Oh, Mandy, 112, das nützt dir gar nichts, wenn du nicht die Vorwahl hast, Mensch. Oh. Ja, da hat die Evolution auch mal eine Pause gemacht, ne? Aber du kannst ja als Eltern sowieso erst beruhigt schlafen, wenn deine Tochter nicht mehr im heiratsfähigen vom Wendler ist, ne? Vom heiratsfähigen Alter, ne? Erst dann kannst du wieder beruhigt schlafen. Das kann ich euch sagen. Ach, ja, ich sage immer, die gucken heutzutage viel zu viel RTL 2. Ja, das erreicht ja Gehirnregionen. Da kommen ja selbst Klebstoffdämpfe nicht hin, ne? Ja. Apropos Gehirnregion, hier Donald Trump, der Schwachkopf von drüben, hat sich ja mit unserem lebenden Hosenanzug der Angela Merkel unterhalten und hat gesagt, oh well, Angela, wenn ich schaue in deine Augen, ich kann sehen deine Seele. Da sagt Angela zu ihm, well, und wenn ich schaue in dein Ohr, kann ich auf der anderen Seite wieder rausgucken. Ich sag ja, lieber eine Merkel, die manchmal zittert, als ein Donald Trump, der alles twittert. Ja. Ja, ja. Heutzutage entfernen sich auch immer mehr die Pärchen, ne? Immer mehr entfernen die sich, die Pärchen, ne? Also das kam mir und hier Dingens, Wie heißt er denn jetzt noch? Ach, Ambrosius. Uns kann das nicht passieren. Ich mache ja jetzt so ein freiwilliges, banales Jahr. Ja, ich kümmere mich um meinen Mann. Ne? Ja, wenn der abends nach Hause kommt, ne, dann habe ich ihn schon richtig schönes, heißes Wasser eingelassen. Mit ganz viel Schaum und gutem Duft. Handtücher dahingelegt. Ja, dann brauchen wir nur noch den Abwasch machen. Ne? Ja. Da sagt der Hertha, ich habe das Buch gelesen, Der Mann, der Herr im Haus. Und rate mal, wer mich heute Abend baden wird, anschließend kämmen wird und schön eincremen wird. Ich sage, der Bestattungsunternehmer. Ich sag, hast du mal nach rechts geguckt? Der sagt, was ist denn da? Ich sag, der hört der Spaß auf. Der sagt, reiz nicht das Tier in mich. Ich sag, meinst du, dass ich von so einem Eselschiss hab oder was? Ah, sagt er, weißt du was, Hertha? Dann will ich die Trennung. Ach, die Trennung willst du? Aha. Ich sag, wer war denn immer für dich da? Hat lecker Essen gekocht und dir all deine sexuellen Wünsche erfüllt. Ja, sagt er. Netflix, Burger King und deine Schwester. Ja. Ja, ja, das sind... Es klappt immer besser mit euch. Ja. Naja, ich finde ja so Männer so in der Midlife-Krise, ne? Die haben ja eine totale Selbstüberschätzung. Da steht er doch letztens vor mich, pudelnackig, und sagt, na Hertha, sagt er, guck mal in meine güldene Mitte. Sieht das nicht aus wie Free Willy? Da habe ich meine Brille aufgesagt und habe gesagt, nee, er wie findet Nemo? Am nächsten Morgen sagt er, Schatzi, Sex am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich sage, nee, lass mal, die 3 Minuten, die schlafe ich lieber noch. Er sagt so, ich sage, weißt du was? Ich sage, du kannst wohl eine Massage von mir kriegen. Oh, wo willst du mich denn massieren? Ich sage, grob am Hals. Weißt du was, sagt er?
eines schönen Tages, da werde ich dich verlassen. Da habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gesagt, heute hast Glück, heute ist ein schöner Tag. So. So, und dann bin ich zum Touren gegangen, hab so ein bisschen was mit dem Hula-Hoop-Reifen gemacht, ne, hab den so übergezogen, was soll ich sagen, der passte. Aber in meinem Alter darf man nicht mehr so wild touren. Ja, ich sag mal so, es gibt Körperteile an mich, die nicht mehr so schnell bremsen können, wenn die Musik abrupt aufhört. Ja. Ich hab dann anschließend, dann gibt es ja diesen Cool-Down, also dieses Stretching. Da habe ich mich so nach vorne gebeugt, so ganz tief runter. Jetzt war das so, dass ich an dem Arm so ein Stringding anhatte. Ich sollte tief einatmen. Und da ist es passiert. Das Stringding in der ewigen Yachtgründe verschwunden. Oh, wie sollte ich den jemals wiederfinden? Denn dank meiner Rundung kann ich ja auch nicht überall so hingucken. Was tun? Jetzt ist ja, dass wir bei uns im Schlafzimmer, ich glaube, ihr habt gerade Kopfkino hier vorne, ne? Ja. Jetzt ist das so, dass wir bei uns im Schlafzimmer so einen Spiegelschrank, ja, so einen großen Kleiderschrank mit Spiegel haben. Aber da war Ambrosius ja schon am Schlafen und den wollte ich doch nicht wecken. Was tun? Jetzt ist das so, dass wir bei uns im Badezimmer haben wir noch so einen Alibert-Schrank. Kennt ihr den noch? Ja? Ja, mit zwei so Flügeln, ne? Jetzt ist das aber so in Augenhöhe. Das nützt ja auch nichts, wenn du im Partykeller was suchst, ne? Ja. Was tun? Was tun? Ja. Kopfstand bringt auch nichts. So, da habe ich mich auf den Badewannenrand gestellt, so mit so einem Handspiegel und habe so geguckt. Jetzt war das aber so, dass die beiden Flügel nicht richtig standen. Was machen? So, bin ich runter in der Abstellkammer, habe ich einen Besen geholt, wieder auf den Badewannenrand. So, und jetzt mit dem Besenstiel so diese Spiegel so auseinander dividiert. Ich sah aus wie so eine Fee, wie so eine Pummelfee. Was ist denn nicht warm geworden, ne? Oh, also runter vom Badewannenrand, erstmal das Fenster weit aufgemacht, wieder rauf auf den Badewannenrand. So, und jetzt mit dem Besen. Und dann sehe ich im Spiegel, wie Ambrosius da im Eingang vom Badezimmer steht, in seinem Pyjama, mit weit aufgerissenen Augen und sieht mich, wie ich auf dem Badewannenrand mit einem Besen in der Hand bei geöffnetem Fenster stehe. Oh, ich sage, Ambrosius, ich sage, ich kann es dir erklären. Er sagte, Hertha, Hertha, ich verstehe alles. Ich wünsche dir einen guten Flug. Dankeschön. Dankeschön! Dankeschön!